Großveranstaltungen im Rahmen des Wahlkampfes dabei sein wollen, können und dürfen. Besonders begrüßen möchte ich unsere Hauptredner dieser Veranstaltung, Frau Beatrix von Storch. Weiter begrüße ich noch die hessischen Bundestagskandidaten, die anwesend sind. Und zwar ist es auch wieder Jan Nolter auf der Liste, auf Listenplatz Nummer 4. Und es ist meine Frau Claudia Papst-Dippel. Anwesende Presse begrüße ich natürlich auch. Ach schade, es ist wieder mal keiner da. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, dass am Eingang Ihre Taschen gefilzt wurden. Das ist leider notwendig, weil bei einigen Veranstaltungen dieser Art nicht auszuschließen ist, dass sich unerwünschte Personen in so einen Saal hineinschleichen und dann Sachen passieren, die nicht passieren sollen. Und diese Situation wollen wir möglichst vermeiden. Wenn Sie gemerkt haben, haben wir frischen Kaffee gekocht und auch Kuchen gebacken aus dem Neuwerker Land. Bitte bedienen Sie sich dazu, wer Kaltgetränke haben möchte, natürlich steht auch Wasser und Cola und irgendwelche Säfte. Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Angebot nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen würden, sondern im Anschluss daran in die herumgereichten Spendenboxen viele, viele Euros hineinstecken würden. Die können wir im laufenden Wahlkampf noch sehr gut gebrauchen. Vielen Dank. Ich möchte auch Danke sagen im Anfang. Und zwar Danke an die Polizisten, die hierher gekommen sind und sich den Nachmittag heute um die Ohren schlagen, um uns zu beschützen. Danke auch. Vielen Dank auch an das Organisationsteam, an das Sicherheitsteam und den Herrn Kohl herum, die ebenfalls für unsere Sicherheit sorgen. Und einen ganz großen Dank, einen Applaus sicher gehört, ist das Organisationsteam, die dafür gesorgt haben, dass so reichhaltig gedeckte Tische hier vorhanden sind, dass die Bühne aufgebaut worden ist, dass wir hier in der Halle überhaupt in dem Ambiente hier rumsitzen können. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir ein paar Worte, bevor ich unsere Hauptredner zum Wort kommen lasse. Wir befinden uns ja gewissermaßen seit 4 Jahren im Wahlkampf. Ich habe so das Gefühl, so im Dauerwahlkampf. Immer wenn man denkt, jetzt ist vorbei, dann geht schon der nächste Wahlkampf wieder los. Zum dritten Mal im Laufe dieses Jahrhunderts oder des letzten Jahrhunderts befindet sich Deutschland auf dem Weg in eine totalitärsozialistische Gesellschaftsordnung. Von 33 bis 45 der mit der Farbe Braun assoziierte Nationalsozialismus, von 49 bis 89 der rote internationale Sozialismus im östlichen Teil Deutschlands und seit einigen Jahren ist aus meiner Sicht der Weg in den grün angestrichenen Ökosozialismus sichtbar. Um diesen Weg aufzuhalten, ist die AfD 2013 angetreten. Wir haben den Mut, aber auch den Sachverstand, die wahren Probleme, die unsere Gesellschaft berühren, beim Namen zu nennen und sie nicht zu verschweigen oder mit anderen Worten zu benennen. Ich will hier nur die drängendsten und auch für uns teuersten Probleme sagen. Das fängt damit an mit der teuren Euro- und Griechenland-Rettung. Bis das mal vielleicht irgendwann fertig ist, wird uns das mehrere hundert Milliarden Euro kosten. Es geht vielleicht über die Billion hinaus. Die unsinnige Energiewende wird uns ebenfalls
mehrere hundert Milliarden Euro gekostet. Seit 2000, seit diese ganze Geschichte läuft, sind es inzwischen schon fast 400 Milliarden und ein Ende ist nicht absehbar, sondern es steigt exponentiell. Ein ganz kleines Beispiel zur EEG-Umlage. Wenn ein Landwirt gleich der Windkraft subventioniert wurde, würde ich mal sagen, erhielt er für den Liter Milch 7 Euro nach heutigen Geldwert. Für den die milchverarbeitende Industrie, also die Molkereien, lediglich 30 Cent bezahlen und den Rest, die 6,70 Euro, die dann noch übrig bleiben, kriegt er dann von Ihnen, von den Steuerzahlern bzw. von den Stromverbrauchern. Das nächste große Projekt, was uns auch viel, viel Geld kostet und unsicher ist, ist die seit 2015 laufende illegale Immigration. Die meisten wird auch mehrere hundert Milliarden Euro kosten, wenn man den Zeitungen glaubt und wenn man unseren eigenen Recherchen nachguckt, wird das auch vielleicht sogar die Millionen überschreiten. Und die meisten hier angekommenen Menschen haben noch nicht mal einen Asylanspruch nach Artikel 16a Grundgesetz. Von der irrsinnigen Familienpolitik, von dem Kampf als Kampf gegen rechts getarnten Projekt der Verfolgung und Vernichtung freiheitsliebender kritischer Menschen, vom zu erwartenden Zusammenbruch unserer sozialen Systeme im Zusammenhang mit der Asylkrise, von dem maroden Zustand unserer Infrastrukturen, Straßen, Stromnetze, Schulgebäude und so weiter, und vielen, vielen anderen Dingen, die auch sehr, sehr wichtig sind, will ich jetzt und hier und heute nicht reden. Schauen Sie dazu in unser Wahlprogramm, das da vorne und auch auf den Tischen rumliegt. Reden Sie mit uns, wir haben darauf einige Antworten zu geben. Meine Damen und Herren, Alice Weidel hat vor ein paar Tagen gesagt, ich zitiere, 2018 wird allen Berechnungen nach das schwärzeste Jahr der deutschen Asylkrise. Soeben hat die Bundesregierung genehmigt, dass mindestens 390.000 Syrer ihre Familien nach Deutschland nachholen dürfen. Damit erwarten Experten im kommenden Jahr eine Migrationswelle von mindestens 2 Millionen Menschen. Und das allein aus Syrien. Unsere Sozialsysteme stehen jetzt schon bereits kurz vor dem Kollaps, da mehr als 60% der Migranten keinen Schulabschluss haben und damit keine Chance auf den deutschen Arbeitsmarkt, nicht integrierbar sind und somit ein Leben lang in Parallelgesellschaften und in unserem Sozialsystem hängen bleiben werden. Dessen ungeachtet reißt Angela Merkel die Tore nach Deutschland noch weiter auf. Das birgt enormen sozialen Sprengstoff, erhöht die Terrorgefahr immer weiter und belastet den Staatshaushalt in nie gekannten Dimensionen. Der Familiennachzug ist der Sargnagel zu unserem Sozialsystem. Die Wähler müssen am 24.09. klug handeln und verhindern, dass die CDU unter Merkel uns alle ins endgültige soziale Chaos stürzt. Meine Damen und Herren, Politik ist längst auf das primitive Niveau der kommerziellen Werbung herabgesunken. Es geht nicht mehr um inhaltliche Informationen, sondern um emotionale Verführung und Überwältigung. In seinem Vortrag vor 14 Tagen hat Nikolaus Fest die inhaltsleeren Plakatsprüche trefflich auf die Schippe genommen. Wer dabei war, kann sich vielleicht noch erinnern. Die Primitivität dieser Form des Wahlkampfes im Stile einer Waschmittelwerbung kommt den meisten Menschen gar nicht mehr zum Bewusstsein. Die wirklichen Probleme werden dabei ausgeklammert. Die CDU beispielsweise, Sie werden es gesehen haben, besitzt die Unverfrorenheit, auf einem Wahlplakat sich als die Partei für Sicherheit und Ordnung auszugeben. Dabei hat es diese Zustände doch überhaupt erst herbeigeführt. In der Basler Zeitung war zu lesen, ich zitiere, in Deutschland ist es still geworden. Ein Land ohne Opposition, ohne Debattenkultur, ohne Kritiker. Beängstigend, beklemmend. Was wäre Deutschland ohne den Untertan, der sich fügt, wenn man es von ihm verlangt? Meine Damen und Herren, mit diesem schönen Zitat möchte ich die Begrüßung beenden. Ich freue mich auf 3 spannende Reden, die uns Mut machen werden, die Flinte nicht ins Korn zu werfen und am Erhalt unseres Vaterlandes mitzuarbeiten.
Lassen Sie sich anstecken von dem Mut und der Zuversicht dieser Menschen. Und denken Sie daran, Sie sind nicht allein, wir sind ganz viele. Zunächst wird jetzt Herr Brühn ein kurzes Grußwort an uns richten. Anschließend wird Jan Nolte, einer der drei Hauptredner, zu uns sprechen, gefolgt von Frau Beatrix von Storch. Und zum Schluss wird der Junge quasi den Abschluss machen. Frau von Storch muss uns leider nach ihrer Rede schon verlassen, weil sie noch einen weiten Weg nach Deggendorf hat. Und da natürlich jede Minute, die sie rauskriegen kann, gerne nutzen würde. Anschließend haben Sie aber noch die Möglichkeit, Fragen an uns bzw. an die anderen beiden zu richten. Ich bin gebeten worden, noch einen kurzen Hinweis zu geben. Dann mache ich auch die Bühne frei auf Informationsmaterial, was da vorne liegt. Das ist weitestgehend kostenfrei. Das können Sie also mitnehmen. Herzlich gerne. Viel tun Sie es auch in den Briefkasten Ihrer Nachbarn. Diese Zeitung hier haben wir gekauft, wollen Sie Ihnen aber auch quasi kostenlos mitgeben und würden uns freuen, wenn Sie eben entsprechend einfach die Spendenboxen ein bisschen mehr füttern, als Sie das sonst normalerweise machen. Ja, das wäre meine Sache. Herr Brühn. Danke.